Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge meines Wildwasserführers für die Schweiz. Heute geht es auf den Standardabschnitt des Medelser Rheins zwischen Pardee und Coralia. Beim Einstieg stellt man die Autos oben an der Straße ab und trägt das Material runter an den Bach, was der anstrengendste Teil des Unternehmens ist. Von der Brücke sieht man die Anfahrt der Dreierkombi. Uneingepaddelt hier oben einzusteigen, finde ich unverantwortlich. Bei genügend Wasser kann man natürlich auch schon weiter oben einsteigen. Die drei Fälle können links über die Wiese umtragen werden. Für diesen Führer habe ich Material von zwei Fahrten verwendet, bei etwa 5 und 4 Kubikmeter pro Sekunde. Der Wasserstand kann von der Brücke aus geschätzt werden oder man verwendet den Pegel des Sumpitschka-Rheins als Referenz. Die ersten paar Rutschen geben einem die Möglichkeit, den Bufschlag zu trainieren, den man bald braucht. Größtenteils findet man hier Stellen der Form Drop und Pool, auch wenn der Pool manchmal klein oder fließend ist. Die Schwierigkeiten sind im Bereich 4 bis 5, abhängig vom Wasserstand. Das meiste kann vom Boot aus mit langem Hals gefahren werden. Die größte Unbekannte sind allfällige Holzhindernisse. Die ersten paar Drops sind nicht allzu kompliziert und man kann es auch mal rückwärts versuchen, sofern die Schläge richtig sitzen. Die erste Kernstelle findet sich am Ende eines etwas offenen Abschnitts, wenn zwei Felsblöcke die Fahrrinne einengen, verbunden mit 2 Metern Höhenunterschied. Das Wasser fließt auf den linken Stein, der abgeschrägt ist, was nass werden kann, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Hoch über dem Fluss quert eine Leitung und am nächsten Eck wartet die Stelle, wo man die rechte Einfahrt nehmen muss, um nicht unter der Felswand zu enden. Mittelgroße, meist runde Blöcke machen den Charakter aus und oft findet sich links eine Durchfahrt.
Nach einem schönen Naturslalom und einer im Fels liegenden S-Kurve erreicht man ein paar offene Meter über Geröll mit einem Abfall am Ende. Der Abfall selbst stellt keine besondere Schwierigkeit dar, da man bis hier ja den Bufschlag perfektioniert hat. Besonders bei so wenig Wasser ist es die Anfahrt bis dahin, die herausfordernd ist, ohne an einem Stein hängen zu bleiben. Nach einem kurzen Zwischenspiel erreicht man die letzte Kernstelle. Auch hier geht es erst etwa 50 Meter lang über Geröll. Es empfiehlt sich, die Anfahrt vom Land aus anzuschauen. Bei unserem Wasserstand zumindest war es gut möglich, sich vor dem Fall nochmals zu sammeln. Der Abfall selbst auf der rechten Seite mündet in einer abgeschrägten Platte, welche hier wie eine Rutschbahn wirkt. Gleich am nächsten Eck ist nochmals eine Stelle, wo man rechts fährt, um die unterspülte Felswand zu vermeiden. Die Reststrecke bis zum Wasserablass hält keine besonderen Schwierigkeiten, erfordert aber dennoch Aufmerksamkeit. Beim Ausstieg, nach nur ungefähr 3 km auf dem Wasser, wird das Wasser gesammelt und in das Sammelbecken am Sumfitschka Rhein geleitet. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Flussführer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und dein Fazit vom Mädelsrhein? Ein sehr schöner